herzlich willkommen bei Simone Stempel. Heute möchte ich euch aus der eine Verpackung zeigen mit der Produktreihe Geteilte Leidenschaft. Am Wochenende gab es ein Treffen von unserem Team und da habe ich diese Verpackung so gefertigt als Mops, genau. 20 Stück waren es dann und ich habe darin noch einen Magnet drin, den gab es dann in ganz verschiedenen Sprüchen. Das Essen steht beim Italiener, Schatz. Ach, es gab noch alles Mögliche. Auf dem Boden der Tatsachen ist zu wenig Glitzer, gab es noch. Und Helden im Chaos sind ja auch gut. So, verschiedene Dinge. Ja, jetzt zeige ich euch, wie ihr das herstellen könnt. Und zwar habe ich mir gerade die Maße hier seitlich aufgeschrieben. Ach, könnt ihr dann immer noch mal drauf gucken. So, das Papier selber in Vanille pur. 17,4 x 17,4. Habe ich direkt schon zugeschnitten. So, wenn ihr in Inch arbeitet, dann ist die erste Falzlinie bei 2 Inch. Und die zweite bei 3 7/8 Inch. Und in Zentimeter ist es etwas andersrum. Und zwar bei 7,5. Unten drunter sind ja die Zentimeter dran. 7,5. Und die zweite ist hier unten 12,3 Zentimeter. Jetzt dreht ihr das um und dann kommt sozusagen das Inchmaß. Da braucht ihr aber eigentlich auch nur auf die Linie legen. Deswegen passt es sogar bei beiden super gut. Und das zweite bei Inch war 3 7/8. Da legt ihr das dann auch wieder rein. Im Grunde genommen legt man ja nur noch an der Linie an. Alle Seiten rum. Na, da bin ich abgerutscht, das kann mal passieren. Okay, da haben wir das Modell. Einmal rundherum. So. Oh, haben wir das jetzt fertig gefaltet und gestanzt. Und jetzt muss man überlegen. Ich habe hier eine andere Öffnung als normal. Das heißt, wir haben hier die Klappe an der einen Seite und der anderen Seite kommt der eigentlich mit. Und da habe ich jetzt so entlang geschnitten und ein bisschen rausgeschnitten, dass es dann unten nicht stört. So, da kommt der Bereich hin. Dann legt ihr euch das vor euch hin. Diesen Winkel hier rein, so wie ihr das Blitzteil braucht. Auf der anderen Seite genauso. Ja. Dahin legen. Dann zieht es so rüber. Das ist am einfachsten. Okay. Ja. Ja. Damit wir genau wissen, wo was ist, wird da, werden wir da direkt den Spruch reinmachen. Dazu gibt es ja aus diesem Set diese neue Stempelfarbe mit unserem hübschen Spruch. Tu, was du liebst.
da drauf. Okay. Da habe ich nicht na, ganz feste genug raus. So. Und dann haben wir hier verschiedene Stücke. Damit es auch wirklich genauso ausschaut, weil ich habe das jetzt so gemacht, da kann man das dann noch sehen. Da könnte man vielleicht noch ein bisschen höher setzen, je nachdem, wie die Blumen ja da drauf sind. Werden wir uns das jetzt hinlegen. Und ich habe als zweite Stempelfarbe, die auch hier in der Broschüre drin ist, da ist einmal unten noch der Olivgrün mit angegeben. Das habe ich jetzt auch verwendet. Allerdings habe ich da noch das andere Stempelkissen. So, da machen wir uns jetzt unsere alle dahin. Und dann noch da oben hin. Das heißt, wir müssen das umdrehen. Damit auch wirklich die Klappe da genommen wird. Einmal. So. Und jetzt kommen noch die andere Version. Mache ich da auch nochmal einen Test. Ich habe so ein bisschen die Richtung gehalten. Das ist unten. Kommt jetzt nicht bei der Seite, kommt nicht ganz raus, aber da schon. Das ist, wenn ich dann drauf setze, meinen Zweig unten habe, da an der Stelle. Und deshalb das andere dann einfach umgedreht. Ja. Der einmal an der. Aber bei dem ist es ja dann genau umgekehrt. Einmal auf ein bisschen von oben und einmal von unten. Ja. Ja. Da muss man aufpassen, dass man das schön glatt hinlegt, weil dann hat man da mal ab und zu ein bisschen Farbe drauf. Oder vorher das Stempelkissen vorher sauber machen. So, alt. Jetzt kleben wir das Ganze. Damit es an der Stelle schön fest bleibt, habe ich da den beidseitigen Kleber hingemacht. Und dann noch mal ein bisschen mit dem Flüssigkleber. Da legt euch das schön glatt hin, auf der einen Seite. So. Okay. Jetzt brauchen wir noch das Magnet gleich ein bisschen zur Hilfe. So, die Magnete, da habe ich noch mal ein paar Bilder nochmal und da hat man auch die richtige Zeit. Ist ganz Schoko. Wo ist er dann geblieben? Ach, da. So. Das kommt da rein. Das ist noch. So, jetzt brauchen wir noch einen Magnet, damit das Ganze auch hält. Ja. Und das habe ich dann etwas anders geklebt als klassisch. Zeige ich euch jetzt mal. Und zwar habe ich das einmal
Weil man kann sie ja nirgendwo sehen. Das ist einmal da unten und bei dem anderen auch. Witzig, das ging sogar. Da drauf. Da versteckt sich das hinter der Blume. Und danach, ja, unten. Geht das so drauf. Und das Magnet selber ist hier gleich auch noch eine Hilfe dabei. So, nochmal festdrücken. So, und dann könnt ihr das umdrehen. Ja, schon fast fertig. Jetzt fehlt uns nur noch die Blume da oben drauf. Da gibt es natürlich einmal die Variante. Und begeistert von dem Papier, dass er so schön schimmert. Und da einfach nur die Ecke rausnehmen. Oder ihr nehmt hier welche von. Und da dann mit drauf. Und ich habe jetzt die mal vorbereitet hier. So, mal gucken, wie wir die drapieren. Da läuft auf jeden Fall nach Möglichkeit das Magnet weg sein. Vielleicht schneiden wir es auch nochmal auseinander. Jetzt vielleicht besser. Setzen die in die Mitte. Gucken wir mal, ob das dann weggeht. Ja. Manchmal weiß man dann selber nicht so genau, was sieht am besten aus. Vielleicht auch mal mit diesen zwei. So. Ja. Und dann suchen wir mal eine einzelne. Die einfach da noch mit drauf. Ist auch gut. Geht dann auch. Ja, das Magnet schön überdeckt. Und ja, da könnt ihr da ganz viele Sachen mitmachen. Vor allem gibt es ja da auch noch ganz tolle Sprüche drin, nur für dich gestaltet. In dem Fall habe ich ja von innen etwa einen Stempelspruch drin. Ah, sie wissen doch. Ah, ja, da ist noch was, was ich noch nicht gemacht habe. Genau, das sollte ja so hinkommen. Da brauchen wir mal einen Kleber. Und den, das setzt man auf, legt der da dran. Okay. Einmal auf der Seite. Hat alles ganz gut schon so gehalten. So, damit es schon im Quadrat bleibt. Zusammen. Okay, ja, das war's eigentlich schon. Ganz klein und einfach. Das sind nochmal die Maße. Und ich hoffe, ihr habt auch schon ein paar Ideen dafür entwickelt. Ups, das ist abgesprungen.
habe ich falsch geöffnet. Und wenn noch nicht, ja, dann habt ihr hier auf jeden Fall eine kleine Verpackung. Also Spaß. Ich glaube, die gibt es beim Penny, diese kleinen. Genau. Dass ihr da auch so etwas basteln könnt. Ja, das war's dann bei Simone Stempelt. Gerne, dann könnt ihr wieder bei mir bestellen, um auch diese tollen Verpackungen zu machen. Ich wünsche euch einfach viel Spaß mit diesem wunderschönen Set. Vor allem mit diesem tollen Papier. Da kann man echt viel mitmachen. Sieht einfach schön aus. Dann gucken wir da auch noch so. Weil auch da auf dem Bogen glitzert so schön. Ja, das war's bei Simone Stempelt. Bye bye, bis zum nächsten Mal.